Weiter geht's mit Metroid Fusion. In der letzten Episode sind wir ein bisschen hängen geblieben. Aber naja, gut. Jetzt habe ich es ja gefunden, den Weg. Den hätte ich eigentlich auch schon viel früher finden können, aber habe mich halt blöd angestellt. Wie so oft. Mann, ey. Ich hasse diese Viecher. Die machen Damage und das ist eigentlich gar nicht so richtig. So, kommt man hier lang. So. Ja, der Speicherraum bringt mir eigentlich so gut wie gar nichts. Weil ich meine, ich habe so wenig Leben. Wenn ich immer wieder von da starte, dann... Naja. Gut, ich hoffe mal... Bitte, ey, nicht zu stark. Oh Gott. Er ist tot. Hier war ich aber schon an der Stelle. Ah ja. Oh Gott, Boss. It's Boss Time. Boss Time. Nein. Oh Gott, scheiße, ey. Okay. Ja, okay, wir haben wieder voll. Ganz ehrlich, Leute, ich komme hier nicht mehr raus. Mann, scheiß Fliege. Moment, ich will mal sehen. Oh Gott, wir kommen hier nicht mehr raus. Aber wir haben trotzdem volles Leben. Ey, wünscht mir ein Glück, dass es geht nicht mehr. Bitte, wünscht mir so ein Glück. Das. Oh. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich die Scheiße hier schaffe. Seht ihr? Und das Blöde ist noch... So, wir müssen ihn am Kopf treffen. Dann rastet er immer wieder aus. Okay. So. Nein. Mist. Ja, nein, sicher, treff mich nochmal. Okay, hier oben hängen bleiben ist eine vielleicht schlechte Idee. Mann, ey. So. Komm mal her, Freundchen. Ah, knapp. Mist, ich verliere so viel Leben. Nein, nein. Ich bring's nicht fertig. Ja, Rakete, fliegt doch noch langsamer. Mann. Okay. Jetzt heißt es überleben. Okay. Ja, sicher. Mann! Okay. Ja, okay, er ist schon mal dunkler. Mist, kein mich erwischt. Ja, und jetzt ist es richtig arschig. Jetzt geht's ab, ey. Jetzt wird's richtig lustig. Oh Gott, ich hab's geschafft! Oh Gott, ey, Leute! Wisst ihr, wie geil das ist? Speedbooster Einsatz darauf bereit, Anlauf erforderlich. Oh Gott, ich hab's auch noch geschafft, ey. Ganz ehrlich, ich hab mich gerade selbst gewundert, dass ich zu dem so gut ausweichen kann. Scheiße, alter Schwede. Oh Gott, bin... Nein, nicht ich, aber ich meine... Ist das nicht... Und Speedbooster...
Base ist doch geil. Ja, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich habe nämlich gerade einen fetten Boss geschafft, der eigentlich ziemlich schwierig ist. Und der ist auch schwierig, ihr habt es ja gesehen. Aber ich habe es gleich geschafft, ey. Nein, Mann. Leute, ganz ehrlich. Geiler geht's doch nicht, oder? So, jetzt gehe ich mal hier lang. Hier war ich nämlich irgendwie noch nicht. Speichern! Oh Gott, ich liebe das Spiel. Ganz ehrlich, ich liebe es. Oh, wei, oh wei. Das ist... Oh Gott, nee. Nein, na du. Okay. Jetzt sind wir wieder... ja, jetzt sind wir wieder hier. Super, klasse. Dank. Und... wunderbar. Musik. Na egal. Ich glaube, wir müssen hoch. Haha, ich glaub's nicht, ey, ich scheitere bestimmt hier noch. Ja. Nee, natürlich nicht. Falsch. Unten lang doch. Stimmt, stimmt. Oder bevor wir uns ganz vertun. Bevor wir uns ganz vertun, gucke ich mal lieber noch auf die Map. Ja, unten lang. Wenn ich jetzt wieder hochkommen würde. Oh, ich komme sogar noch hoch. Richtig fett. Ah, natürlich. So. Gut. Nein, nein. Samus. Samenagus. Komm. Na, oh Mann. Wille Türen. Jetzt aber Anlauf. Klasse. Und Senkung des Wasserstands eingeleitet. Super. Und Raketen. Nehmen wir uns mal gleich. Missile Container halten. So. Oh, ja, ich verletze mich auch noch daran. Aber die machen wirklich ein bisschen viel Damage. Diese Stromteile. Okay. Jetzt müssten wir... Tja, ich gehe jetzt einfach mal nach unten. Bisschen hier erkunden. Warum eigentlich nicht? Ja, klar. Nix erkunden hier. Pustekuchen. Toll. Naja. Naja, gut. Wie auch immer. Jetzt können wir jedenfalls hier lang. Da unten. Und dich killen. Ach. Ja, ich war. Du hast es. Mein Gott. Ja, na klar. Ey, nee. Okay. Wieder zurück. Und hier unseren Missile-Container holen. Super. Gut, dann... Ja, sicher. Na klar, warum denn auch nicht? So. Anlauf, Anlauf, komm. Ja, perfekt. Und wir rennen gleich durch und besiegen alles und sind hier wieder gleich da. Und da unten war ein Geheimnis, aber egal. Wieso? Okay. Dann wollen wir doch mal. Wo sind wir denn eigentlich gerade? Ah, verstanden. Okay. Ach du Scheiße. Gut. Ah, Reload und Save. Oh Gott, mein Leben ist geil. Ja, super. Super, super, super. Und speichern. Ja, perfekt. 80 Missiles und 4 Container. Also eigentlich 5, wenn man den letzten noch mitzählt, der nicht angezeigt wird. So, dann
sprechen wir mit Adam. Also war auch Seras mit X infiziert, nur zumindest, keine Ahnung, so sind sie eine weitere Fähigkeit zurückgewonnen. Bei diesem Tempo können sie schon bald dem SRX entgegentreten. Hahaha, sehr lustig. Dennoch bleibt zuvor einiges zu erledigen. Das Hauptquartier stellt weitere Daten zu ihrer Unterstützung bereit. Es handelt sich hierbei um neue Missile-Daten. Sie sind auf den Daten, sind auf diese Daten angewiesen, aber der Datenraum dieses Sektors ist durch eine Ebene 4-Sperre gesichert. Der höchsten Sicherheitsstufe überhaupt. Wir sollten die Öffnung derart sensibler Bereiche vermeiden, bis das dringend notwendig wird. Zudem ist der Weg zum Datenraum in Sektor 2 aufgrund weiterer Aktivitäten des SRX abgeschnitten. Ich erkenne eine Absicht in dessen Verhaltensmuster, ganz so als wolle es die Wiederherstellung ihrer Fähigkeiten vorsätzlich verhindern. Da muss die beste Möglichkeit zum Download bietet sich in Sektor 3 Pyro. Nach dem Zugriff auf das dortige Navigationsterminal wird der PYR-Datenraum, also Pyro-Datenraum, auf ihrer Karte verzeichnet. Sind die Anweisungen klar? Ja. Hier gibt es auch noch eine Menge zu erkunden, finde ich hier. Begeben Sie sich nun zu Sektor 3 Pyro. Ja, okay, Target. Gut. Super. So, dann wollen wir doch mal dahin. Oh, das Spiel ist nur geil, finde ich, ganz ehrlich. Und ich hab Seras besiegt. Ich glaube es bald gar nicht. Na, wie auch immer. Ja, ne, und boff. Nein, wir können da nicht durch, schade. Okay, Fahrstuhl nach unten. Vielleicht kommt er jetzt wieder von der Story, was hoffentlich. Ne, schade. Okay, sind jetzt in Sektor 3. Und wir kriegen die Map. Ich glaube, die ist so mittelmäßig groß. Naja, gut, sie ist schon ein bisschen riesig. Glücklicherweise sind die X noch nicht in diesen Bereich eingedrungen. Der Datenraum des Sektors ist durch eine weitere Sicherheitssperre versiegelt, daher müssen Sie vor dem Download des Sicherheitsterminals aufsuchen und die Ebene 2 Schleusen aktivieren. Allerdings verschafft dies dem SRX sowie dem X-Zugang diesen Bereich. Doch wir haben keine Wahl. Die Wiederherstellung Ihrer Fähigkeiten hat Priorität. Der Datenraum befindet sich hier. Wie ich bereits erwähnte, werden Sicherheitsterminals nicht auf der Karte angezeigt. Seien Sie vorsichtig, Samus. Sie stoßen auf äußerst aggressive Lebensformen und meinen Sie die Bereiche mit extrem hohen Temperaturen. Ihr Anzug hält dieser Hitze noch nicht stand. Aber wir arbeiten daran. Ebene 2 Schleusen lassen sich an grünen Schotten erkennen. Lösen Sie die Sperre und geben Sie zum Datenraum, um Download durchzuführen. Die Supermissile-Daten stehen dort für Sie bereit. Die Durchschlagskraft Ihrer Missiles verdreifacht sich durch diese Daten. Sind die Anweisungen klar? Ah, okay, wir brauchen 3 Schüsse für so einen Bossraum, also brauchen wir dann mit den Daten nur noch einen Schuss. Aktivieren Sie zunächst die grünen Schleusen, begeben Sie sich danach zum Datenraum. Die direkte Route schließt Hochtemperaturbereiche aus. Sollten Sie einen solchen Bereich betreten, kehren Sie um. Ja, also es ist ziemlich angenehm hier, dieser Level, bis man den Datenraum halt geöffnet hat, weil hier noch keine Gegner sind. Okay, Speichern abgeschlossen. Und ich würde sagen, für heute auch abgeschlossen. Ich weiß noch nicht, ob ich weitermache. Erstmal beende ich diese Episode und freue mich auf die nächste. Bis dann. Tschüssi.